Hallo zusammen, hier ist 80 und ich spiele heute eine Runde Nebukadnezar. Nebukadnezar ist eine Städteaufbausimulation, die es auf Steam gibt. Spielt im alten Mesopotamien vor grauer Urzeit und ja, das sah ganz interessant aus, da wollte ich es einfach mal ausprobieren. Gespielt habe ich es noch nicht, dementsprechend, ich habe gerade in den Einstellungen schon ein paar Einstellungen vorgenommen, aber da ich jetzt zum ersten Mal starte, würde ich sagen, gehen wir mal auf Lernprogramm, was wahrscheinlich Tutorial bedeutet. So, in Nebukadnezar dienen die ersten 5 Missionen der Hauptkampagne als Tutorial. Diese Missionen erklären Ihnen die Grundlagen des Spiels und geben Ihnen die Möglichkeit, sie in der Praxis auszuprobieren. Hört sich doch gut an. Los geht's. Nebukadnezar. Präkeramisches Neolithikum. 10.000 bis 8.700 vor Christus. Das präkeramische Neolithikum A ist die erste bedeutende neolithische Kultur auf dem Gebiet des Nahen Ostens. Okay, ich muss zugeben, ich habe von Geschichte relativ wenig Ahnung. Von daher nehme ich das alles einfach mal so hin. Auswählen kann man hier nichts. Ich drücke auf Auswählen. Ziele. Bevölkerung 300. Gelagerte Waren, Weizenbrot. Das erscheint mir alles verständlich. Anzahl der Häuser auf angegebenem Level. Hütte 12. So, das präkeramische Neolithikum A ist eine Kultur des Nahen Ostens, die im Zeitraum von und so weiter auf dem Gebiet des sogenannten fruchtbaren Halbmonds verbreitet war. Archäologische Überreste dieser Kultur befinden sich auf dem Gebiet von Levante und Mesopotamien. Es folgt der Kultur von Natufien. Oh, ich fühle mich gerade total ungebildet. Gut, das ist jetzt hier relativ viel Text. Was jetzt nicht uninteressant ist, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen zu viel, um es hier vorzulesen. Aber wenn man hier jetzt auch über die historischen Hintergründe was wissen will, dann ist man hier an der richtigen Stelle, so wie es aussieht. Es entwickelte sich zum ersten Mal die organisierte Landwirtschaft. Heimische Getreidesorten. Getreidespeicher zum ersten Mal. Schutz vor Nagetieren. Murebet war die erste alte Siedlung am Westufer des Euphrats im heutigen Nordsyrien. Also das ist jetzt quasi unsere Aufgabe, nehme ich mal an, verbunden damit, dass wir hier oben Weizen und Brot gelagert haben sollen, jetzt diese erste organisierte Landwirtschaft zu starten. Mal sehen, spielen. Oh, leicht, normal, hart, wir nehmen normal. Wird geladen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Vor ein paar Wochen ist ja auch City Skylines 2 rausgekommen. Auch Städtebausimulator, natürlich der König des Genres. Aber mich haben immer schon so diese alten Kulturen so ein bisschen fasziniert, auch wenn ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Deswegen dachte ich mir, Nebukadnezar gab es jetzt hier im Steam Sale für 10 Euro. Da dachte ich mir, dem gibst du jetzt mal eine Chance. So. Eure Nomadengruppe hat endlich den Ort gefunden, nachdem ihr so lange gesucht habt. Ausreichend fruchtbarer Boden und ein gutes Klima. Der ideale Platz, um eine permanente Siedlung zu gründen. Du als Leiter der Gruppe hast die wichtige Rolle zugeteilt. Hast die wichtigste Rolle zugeteilt bekommen. Die Organisation des Aufbaus eurer neuen Heimat. Gut. Zeige diesen Ereignistypen im seitlichen Panel. Nö. Fangen wir damit an. Hallo und willkommen im Spiel Nebukadnezar. Mein Name ist Gilgamesh, ja, und ich werde dich durch die ersten Missionen führen, in denen ich dir sowohl die Grundlagen des Spiels als auch einige fortgeschrittene Techniken zeigen werde. Bereit? Dann fangen wir an. Wenn du glaubst, dass du meine Hilfe nicht benötigst, doch, das glaube ich ganz sicher, also weiter. Zuallererst zeige ich dir, wie du die Spielfenster verschieben kannst. Um das Fenster zu verschieben, lass es einfach im Cursor. Ja gut, das ist nur wirklich zum Schließen eines beliebigen Fensters. Klicke mit der rechten Maustaste irgendwo innerhalb des Fensters. Danke, ausgezeichnet. Unterricht, Fenster für dich noch aufgemacht. Jetzt zeige ich dir, wie man sich in der Spielkarte bewegt. Bewegen kannst du dich auf drei Arten. W, A, S, D, klar. Pfeile, auch klar. Probier es aus, dann werden wir fortfahren. Wunderbar. Die zweite Möglichkeit, den Cursor am Bildschirmrand zu bewegen, ist auch nicht neu. Mittlere Maustaste zu ergreifen, alles klar. Super. Verkleinern, rauszoomen, ja, jawohl, ist klar. Oft beschleunigen müssen. Geschwindigkeit in der linken oberen Ecke angezeigt. Jawohl. Soll ich das jetzt verändern oder was? Machen wir mal hier Plus, Minus, alles klar. Ja, weiter. Kurzfristige Beschleunigung. Die Beschleunigungstaste am besten gedrückt. Standardmäßig die Taste E. Ah ja, verstehe. Okay, wenn ich die E-Taste gedrückt halte, dann steigt das hier auf vierfach.
Langfristig mit Hilfe der Tasten Numlock Plus und Minus, jawohl, oder eben Maus, zack, zack, alles klar. Die Tasten zum Pausieren, die Leertaste. Ah, Pause, alles klar. Ja, okay. Sehr nützlich ist auch das Kontextmenü. Du kannst durch einen Rechtsklick auf eine beliebige Stelle der Karte aufrufen. Das bietet dir einen schnellen Zugriff auf die Häufigkeit. Okay, ich sollte vielleicht erst lesen und dann ausführen, was da steht. Aber egal, egal. Ist ja bis jetzt auch alles relativ simpel. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich bekomme das Spiel erklärt. Also nicht die Steuerung, sondern das Spiel an sich. Aber egal. So, und jetzt fangen wir endlich an zu bauen. Aber vorher gibt es noch eine Sache, die ich dir zeigen muss. Auf der linken Seite des Bildschirmes kannst du einige grüne Fragezeichen erkennen. Jawohl, das sind die hier. Diese stellen neue Kapitel in unserem Spiel-Wiki dar, in denen jedes dieser Kapitel eine der Spielmechaniken ausführlich erklärt. Okay, Bedienung, Bildschirmoberfläche, grundlegendes Wirtschaftsmodell, das könnte vielleicht interessant sein. Gebäude bauen. Naja, wenn du also vergessen solltest, wie das funktioniert oder bla bla, lese es durch. Als erstes errichte einige Häuser. Ich zoome mal ein bisschen raus, einmal einen Überblick verschaffen hier. Wo sind wir denn? Okay, da kann man jetzt nicht viel erkennen, außer dass hier so eine Straße ist. Im Süden sind so Berge oder Steine, im Norden ist Wasser. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir wohl insgesamt sind. Also ich weiß nicht, ob das Salzwasser oder Süßwasser ist. Egal. Wahrscheinlich Süßwasser, weil das hier so schön grün ist alles. Ja, schauen wir mal, was will er jetzt? Wir sollen als erstes einige Häuser errichten. Unterkunft für Bewohner, die dann in der Stadt arbeiten und leben. Ich hoffe, sehr, sehr viel arbeiten. Um ein Gebäude zu erbauen, öffnest du zuerst seine Kategorie im unteren Menü. Das ist das hier. Logistik, Infrastruktur, Gebäude entfernen, das wollen wir nicht. Häuser. Das wird sein. Nahrungsproduktion, Häuser. Und wähle dann das gewünschte Gebäude aus. Dann wähle einen Ort, wo du das Gebäude bauen möchtest. Bla bla. Okay, das ist ganz klar. Ein Haus kostet nicht 20. Sind das Körner oder soll das Goldmünzen sein? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Sehe ich das Symbol nochmal irgendwo auf dem Bildschirm? Nein, ich klicke einfach mal drauf und sag, ja, gut, hab da nicht so die große Wahl. Aber oh, da kommt jemand. Da kommen jetzt die ersten Freunde der Nacht. Erste Siedler. Die ersten Siedler treffen gerade in deine Stadt ein. Ja, Stadt ist jetzt, ist schön gesagt, ne? So ein paar Häuschen hier. Naja, gut. Kümmere dich gut um sie. Du wirst sie brauchen. Willkommen. Wunderbar. Da ziehen viele, viele Leute ein in diese Stadt. In dieses Haus, wie auch immer. Vier Häuser soll ich erbauen. Okay, das ist jetzt relativ simpel. Und es sind tatsächlich hier oben Goldmünzen. Die sind gerade 20 weniger geworden. Gibt es irgendeinen Grund, das langsam zu machen? Nee, ne? Zack, zack, zack. Da kommen die ersten Leute. Ausgezeichnet, wie du sehen kannst, kommen neue Leute in deine Stadt. Jawohl, die sehen alle gleich aus, aber ist ja egal. Einige Gebäude, zum Beispiel Häuser, können auch durch ein Ziehen über den Bereich erstellt werden, den du verbauen möchtest. Baue 8 Häuser, okay. Das ist auch schön simpel. Oh, Fragezeichen, oje. Gut, aber wie du sehen kannst, haben einige Häuser irgendein Problem. Garantiert heißt das, dass sie keine Straße haben. Wenn du den Cursor über ein schwebendes des Gebäudes nicht mit dem Straßennetz verbunden. Genau, da muss ich wahrscheinlich hier unten auf Logistik klicken. Muss ich anscheinend nicht. Okay. Baue im hervorgehobenen Bereich einen Weg um die Häuser. Alles klar. Das mache ich so. Und dann so. Hätte zwischen noch einen anderen Weg für gegeben, aber funktioniert ja jetzt. Zack, hier ist jetzt ein freier Punkt. Das ist natürlich genau was meinen inneren Monk hier sofort wieder triggert. Aber vielleicht kann man da nachher irgendeine Deko hinbauen. So, jetzt auf jeden Fall habe ich schon jede Menge Bewohner, die aber, wenn ich das richtig sehe, alle ja gar nichts machen, weil ich noch gar keine, weiß ich nicht, Betriebe oder sowas habe. Naja, alle Häuser sind zugänglich. Da unsere Stadt bereits gut wächst, schauen wir uns die Ziele der Mission an. Kann ich das hier mal wegklicken hier, diese Dinger hier, diese grünen? Ah ja, wenn ich das jetzt so mache, dann verschwindet das bestimmt gleich, ne? Kommst du mal weg hier? So. Ah, wunderbar. Die Ziele. Das ist hier dieses Fähnchen. Mission. Präkeramisches Neolithikum A. Ziele. Bevölkerung. Haben wir schon geschafft. Wunderbar. Ach ja, sagt er hier auch. Wir sollen aber jetzt noch Vorräte an Weizen und Brot herstellen. Wir sollen einen Bauernhof bauen, damit wir Weizen anbauen können. Gut, das habe ich auch gehofft. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendein doofes Gebäude baue und dann habe ich das sofort alles. Nein. Ich soll einen Bauernhof bauen. Ein Bauernhof ist doch bestimmt Infra. Ach, da wäre meine Straße gewesen. Siehst du wohl? Okay, nee, das ist nicht Infrastruktur. Logistik war es auch nicht. Aber hier, das ist doch Nahrungsproduktion gewesen. Eine Pflanzenfarm produziert. Das nehme ich an, soll Weizen sein. Und ein Typ arbeitet da. Wie viele brauche ich denn davon? Und was bedeuten diese roten Dinger hier? Attraktivitätslevel. Rot ist ja eine Warnfarbe. Ist wahrscheinlich schlecht. So eine Pflanzenfarm ist schlecht. Mhm.
Gut. Oh, es hat auch einen grünen Kreis. Ist das jetzt wohl der Kreis, der. Oh, es hat einen grünen Kreis. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber auch so einen blauen hervorgehobenen. Ja, ich sag mal Kreis. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Viereck mit so Fähnchen. Die Frage ist jetzt. Ja gut, ich darf es jetzt eh nur hinbauen, also mache ich das jetzt mal. Was ich mich jetzt natürlich frage, ist, ist dieser grüne Bereich jetzt fruchtbarer Boden und da wächst das Zeug besonders gut? Und dieses grüne Viereck um das Gebäude, ist das da, wo die Felder hinkommen? Und könnte der blaue Bereich dann das sein, wo die Leute nicht wohnen wollen, weil das irgendwie belästigend wirkt? Wir werden das erfahren, wenn wir es klicken. So, der Bauernhof steht schon, aber er hat irgendein Problem. Das Problem ist, dass dieser Bauernhof kein Feld hat, auf welchem Nutzpflanzen angebaut werden können. Um ein Feld zu errichten, öffne das Menü mit den landwirtschaftlichen Strukturen in der unteren linken Ecke des Bauernhoffensters. Wähle dann ein Weizenfeld aus und errichte es so wie ein normales Gebäude. Die einzige Beschränkung, die du akzeptieren musst, ist, dass das Feld immer in der Nähe seines Bauernhofs stehen muss. Errichte 36 Felder in der hervorgehobenen Gegend, um fortzufahren. Also das hier. Ich mache mal einen Rechtsklick, klicke dann hier drauf. Das kenne ich von Anno, ne? Anno 1800, da war das doch auch so. Du hast die Gebäude gebaut und konntest dann die Felder bauen. Und hier sehe ich auch schon, da sind anscheinend Leute. Zwei Farmer, würde ich sagen, sind das hier von dem Symbol her und einer, der wahrscheinlich den Kram nachher transportiert. Oder sind das jeweils 30? Ja, tatsächlich sind 30. So, okay, egal. Ich baue jetzt die Felder. Das geht so nicht, sondern so. Alles klar. Jetzt werden die auch nur in diesem grünen Bereich dargestellt. Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich so ist, dass man die in diesem grünen Bereich bauen. Warte, weißt du was? Das probiere ich noch aus. Alles im Namen der Wissenschaft. Hier geht's gar nicht. Da geht auch nicht. Jetzt fragt sich, geht das nicht, weil das hier nicht grün ist? Also nicht im grünen Bereich? Oder geht das? Ah nee, weil das hier im Rahmen des Tutorials nur so funktioniert. Okay, nichts. Wissenschaft. Einfach machen. So, ach, da kann man jetzt auch sehen, die säen gerade. Und das sieht man tatsächlich auch hier. Gut, die Grafik ist natürlich jetzt hier nicht zu vergleichen mit einem City Skylines oder sowas. Ne? Es ist hier wahrscheinlich eher so eine Art Indie-Ding. Hat er auch, wie gesagt, nur 10 Euro gekostet. Aber was ich bisher sehe und auch höre, die Musik und so, finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Auch, dass es tatsächlich ganz auf Deutsch übersetzt ist, überrascht mich tatsächlich. So, ausgezeichnet, ganz genau. Aber jetzt stellst du dir vielleicht gerade die richtige Frage, warum ausgerechnet 36 Felder? Ja, das war schon die ganze Zeit in mir, diese Frage. Ich stelle mir außerdem die Frage, warum diese L-förmigen Felder hier nicht bewirtschaftet werden. Egal. Wenn du dir das Bauernhoffenster genauer ansiehst, dann kannst du sehen, dass dort momentan zwei Bauern beschäftigt werden. Und wenn du noch genauer hinschaust, siehst du zwei Zahlen in der unteren Ecke ihrer Karte. Ja. Da habe ich mich schon drüber gewundert. Oder ist das damit gemeint? Man weiß es nicht. Ach nee, ja. Ja. Wer lesen und sehen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, 18 von 18. Also, ach, jeder Bauer kann 18 Felder. Ne? Die erste dieser Zahlen gibt die aktuelle Anzahl der vom gegebenen Bauern bewirtschafteten Felder an. Die zweite Zahl ist dann die maximale Anzahl von Feldern, die der Bauer pro Jahr bewirtschaften kann. Also aktuell und ja, alles klar. Wenn du weniger Felder baust, wird der Bauer sie nicht voll nutzen. Und wenn du mehr davon baust, werden diese Felder überhaupt nicht kultiviert werden. Das heißt aber nicht, dass du immer eine ideale Anzahl von Feldern errichten musst. Manchmal ist einfach kein Platz für weitere und ein anderes Mal brauchst du vielleicht nicht die maximale Produktion. Okay, und wie es hier aussieht, könnte ich auch noch mehr Leute einstellen. Was bedeutet denn? Sind 30 Arbeiter, habe ich die insgesamt jetzt so? Naja, egal, werden wir schon alles irgendwie erfahren. Achso, hier geht's jetzt. Ach, jetzt wurde auch schon einmal. Ist jetzt ein Jahr vergangen schon oder was? Es gibt ja keine Zeitleiste in dem Sinne, oder? Ne, gibt es irgendwie nicht. Egal. So, weiter. Ausgezeichnet. Das ist ein Lieblingswort, finde ich gut. Im Zusammenhang mit mir zumindest finde ich das gut. Trotzdem ist es möglich, dass deine Bauern immer noch nicht arbeiten. Das sieht aber doch so aus. Ach, jetzt haben sie auch wirklich alle Felder gesät, besät, wie auch immer. Das wird dadurch verursacht, dass jede Nutzpflanze nur während einer konkreten Jahreszeit, ach, hier oben steht es auch, April, kultiviert werden kann. Insbesondere Weizen kann nur zwischen Januar und März gesät werden. Der aktuelle Monat wird in der Mitte des oberen Bereiches angezeigt. Liebe Zeit. Bevor also die Weizenproduktion beginnt, können wir die Brotproduktion vorbereiten. Okay, cool. Aber
Bevor wir mit dem Bau einer Bäckerei beginnen, muss ich dir mehr über den Transport erzählen. Der Warentransport erfolgt durch Verfrachter, die eine andere Art von Arbeitspositionen sind. Und so können sie wie Bauern in Arbeitsgebäuden beschäftigt werden. Verfrachter arbeiten automatisch und transportieren Waren zwischen ihrem Gebäude und anderen Arbeitsgebäuden oder Lagern. Okay? Das Wichtigste an ihnen ist jedoch, dass sie nur eine begrenzte Reichweite haben. Daher werden sie keine Waren zu Gebäuden transportieren, die zu weit von ihrem Wohngebäude entfernt sind. Dieser Bereich kann mit der Schaltfläche mit der Flagge auf der Karte des Verfrachters angezeigt werden. Das sieht man also hier. Das ist jetzt natürlich nicht der Verfrachter, ist mir schon klar. Das ist ein Verfrachter, keine Ahnung. Nehme ich jedenfalls an. Angezeigt werden. Insbesondere während des Baus des Gebäudes ist er mit einem blauen Quadrat um das gebaute Gebäude markiert. Das war also das blaue Quadrat. Das sehe ich jetzt hier leider irgendwie nicht mehr. Auch wenn ich es antippe, nicht mehr. Das zeigt also, wie weit die Waren transportiert. Ach doch, jetzt sieht man das hier. Da sieht man es wieder. Und das ist von Verfrachter. Da ist ein Verfrachter schon mit drin. Und der bringt die so weit wahrscheinlich, die Sachen. Okay. Alle Gebäude, die sich in Reichweite befinden, sind ebenfalls blau überlagert. Es findet kein Transport zwischen zwei Gebäuden statt, die nicht in Reichweite des... Ja, das macht Sinn. Und jetzt zurück zur Arbeit. Okay. Errichte zwei Bäckereien in den hervorgehobenen Bereich, um fortzufahren. Also hier hin direkt gegenüber, das scheint mir sinnvoll zu sein. Gehört das hierzu? Jawohl, das gehört hierzu. Bäckereien. Also eine Pflanzenfarm kann anscheinend zwei Bäckereien. Und hier sieht man auch wieder diesen blauen Bereich. Also weil der im blauen Bereich ist, diese Pflanzenfarm, laufen die dann auch dahin. Okay. Wow, da ist viel los auch plötzlich. Okay. Für die Herstellung von Brot würden wir kein Lager benötigen, da Verfrachter Weizen vom Bauernhof direkt zur Bäckerei transportieren können. Also genauso wie ich angenommen habe. Vielleicht sollte ich mal mehr lesen und weniger quasseln. Aber weil wir Brot und Weizen lagern müssen, um die Zielemission zu erreichen, müssen wir auch eine Lagerstätte bauen. Errichte zwei Lagerstätten in den hervorgehobenen Bereich. Das mache ich mal weg. Zwei Lagerstätten, das war doch hier bei Logistik, ne? Lagerhaus. Zwei. Okay. Eins, zwei. Um sicherzustellen, dass diese beiden Lagerstätten sowohl für Weizen als auch für Brot ausreichen, müssen sie korrekt eingestellt werden. Jedes Lager kann so eingestellt werden, dass nur bestimmte Waren angenommen werden. Um bestimmte Waren im Lager zu aktivieren und zu deaktivieren, verwende die Schaltflächen in der Abbildung unten. Okay, das ist hier Weizen. Ist jetzt hier deaktiviert. Hier kommt jetzt nur Brot rein. Und dann gehe ich hier hin und sage... Was passiert jetzt wohl mit dem Brot, wenn ich das hier deaktiviere? Bringen die das jetzt rüber? Das sieht nicht so aus. Das sind übrigens gigantische Brote, ne? Wenn man das mal so vergleicht mit den Männchen, die da rumlaufen. Und generell, dass hier 8 Brote dann wirklich ja schon fast ein Drittel des ganzen Lagerplatzes. Ah, also es kann aber nicht... Wenn ich jetzt hier Minus sage, was dann? Ach nee. Ach so, das kann maximal drin sein, verstehe. Transporteure und... Schiffe konfigurieren. Okay, das ist also auch noch. Kann ich dir jetzt wohl irgendwie sagen, schafft die alle Waren zerstören? Nee, zerstören nicht. Na egal, vielleicht lerne ich das später noch, wie man Waren vielleicht auch verschiebt. Okay, und so weiter. Super, ja, da hast du recht. Und da alles für den erfolgreichen Abschluss der Mission eingestellt ist, werde ich mich vorerst von dir verabschieden. Wenn du diese letzte Seite des Assistenten schließt, kannst du schon ohne Einschränkungen bauen. Also fürchte dich nicht zu experimentieren. Vergiss nicht, dass du auch die Geschwindigkeit des Spiels erhöhen kannst. Und vergiss auch nicht, dass du zuerst die Anforderungen der Mission erfüllen musst, bevor du mit der nächsten Mission beginnen kannst. Dort zeige ich dir, wie du den Bewohnern deiner Stadt dieses köstliche Brot bringen kannst. Okay. Alles klar. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, diese nächste Mission, findet die hier auf der Karte statt? Also baue ich hier quasi die Stadt weiter in diesem wunderbaren, in diesem Ufergebiet, wie auch immer? Oder geht das irgendwie anders weiter? Kann ich das hier eigentlich wegklicken, ohne das... Nein, kann ich nicht. Ich muss mal durchklicken anscheinend. Da stand mir schon tolle Sachen drin. Interessiert mich jetzt alles nicht. Ich gucke einmal in die Mission, habe ich ja gelernt. Hier das rote Fähnchen. Wir haben 3 Weizen, aber 23 Brot. Oha! Das heißt ja eigentlich, dass ich mal aufhören muss, Brot zu produzieren. Ne? Dafür gehe ich mal hier zu den Bäckerburschen und sage denen, Gebäude
deaktivieren. Zack. So, das mache ich hier auch mal eben. Da müsste ja eigentlich der Weizenbestand rapide schnell ansteigen, ne? Achso, und ich kann ja jetzt auch beschleunigen den ganzen Spaß. Das war, glaube ich, jawohl, vierfach. Kann man sich das... Ach, das steht ja auch oben rechts, bin ich doof. Hier steht es ja schon, die Ziele. So, dann gucke ich nochmal hier zu. Die beiden... Also, ich gehe mal davon aus, ne? Langfristig. Wenn ich hier jetzt bleibe auf der Karte, dann werde ich auf jeden Fall ja doch mehr Farmen brauchen. Ne? Also, komm, wir bauen jetzt einfach mal eine Fahne. Eine Farm, eine Pflanzenfarm. So. Die kann man ja wirklich hinbauen, wo man will. Soll ich jetzt mal im Rahmen der Wissenschaft oder im Namen der Wissenschaft vielmehr das einfach mal hier in das braune Zeug... Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Komm, ich mach's einfach mal. Ich mach's mal hier hinten, alles braun. Da packen wir es jetzt einfach mal hier in die Ecke. Zack. Und dann sage ich, mach mal hier deine Felderchen. Ne? Nochmal? Ne, achso, hier oben nochmal drauf. So. Machen wir einfach mal so. Ja, 34, wie auch immer. So, ist jetzt hier mitten in der braunen Pampe. Jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen. Es ist niemand am Aussäen. Ich meine, ne, im Sand wäre auch irgendwie merkwürdig. Die Frage ist natürlich, haben wir vielleicht... Oh. Oha, mitten in mein höchst wissenschaftliches Experiment kommt jetzt hier Mission abgeschlossen. Das heißt, ich habe hier 20 Weizen und 20 Brote oder Tonnen, wie auch immer, in meinen Lagern. Jetzt kann ich... Spiel fortsetzen oder nächste Mission? Was ist denn jetzt hier der richtige? Ich sag mal nächste Mission. Oh, okay. Ich nehme an, die Karte habe ich jetzt wohl verlassen. Ziele. Bevölkerung 900. Anzahl der Häuser auf dem angegebenen Level. Ärmliches Haus. Das waren gerade, glaube ich, keine ärmlichen Häuser, sondern was anderes. Ne? 16 Stück davon. Beschreibung. Und jetzt kommt wieder der historische Hintergrund. Menschliche Tonschädel. Wichtige Rolle bei Bestattungsreden und so weiter. Gut, lese ich mir jetzt nicht alles durch. Interessant wirklich nur, dass ich quasi Häuser haben muss auf einem Level, was wahrscheinlich höher ist als gerade. Spielen. Normal. Wird geladen. Ich finde es bis jetzt gar nicht schlecht. Es hat so ein bisschen den Vibe des allerersten Anno. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was da die Jahreszahl war. 16 irgendwas, glaube ich. So von der Optik her und von der Art und Weise her. Ich finde es bis jetzt tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Macht Spaß. So, nach langer Suche hast du endlich einen geeigneten Ort für deine neue Siedlung gefunden. Neben fruchtbarem Land, bla bla bla, frei weidende Tiere. Wenn du sie siehst, fragst du dich, ob die ständige Jagd auf diese Tiere die bestmögliche Variante ist. Nein, wir können die vielleicht auch halten irgendwie. Okay, versuchen wir es anders. Genau. Hallo, Gilgamesh, schön dich mal wieder zu sehen. In dieser Mission zeige ich dir, wie du hergestellte Güter und Lebensmittel verteilst, um eine größere und aufblühende Stadt zu schaffen. Ich mache das wieder hier nur rechts rüber. Ich habe bereits einige Häuser gebaut. Alles klar, danke. Damit wir uns direkt auf die interessanteren Teile stürzen können. Und wie immer kannst du das und noch beenden. Nein, möchte ich nicht. Weiter. Als erstes müssen wir feststellen, welchen Verbrauch die Häuser momentan haben. Öffne das Fenster eines Hauses. In diesem Augenblick interessiert uns nur der linke Teil des Fensters. Das hier vermutlich. Hole ich mal ein bisschen in die Mitte. Wenn du alle erforderlichen Waren des Hauses zur Verfügung stellst, Brot, Milch, 0,0, 0,0. Hier oben ist ein Haken dran, da steht irgendwie gar nichts. Egal. Erhöht dieses Haus sein Level und bietet somit Unterkunft für mehr Menschen. Jetzt wäre Stufe 1, 33 Menschen. Stufe 2 wahrscheinlich, logischerweise. 70 Menschen, okay. Hier ist jetzt auch gleich ein Schornstein, sieht so ein bisschen nach Fabrik aus, okay. Aber Vorsicht, das Haus wird diese Waren ständig verbrauchen. Wird die Vorräte knapp werden, sinkt sein Level und du verlierst die Einwohner und die Arbeitskräfte. Ich nehme an, das kann ziemlich übel enden. Weiter. Alle Waren werden über dem Markt, auf dem Markt tätige Verkäufer vertrieben. Errichte einen Markt neben den Häusern im hervorgehobenen Bereich, um fortzufahren. Also hier. Einen Markt. Ach guck mal, hier gibt es auch eine neue Kategorie, Dienstleistungen. Ärmlicher Marktplatz. Ja, müssen wir denn das auch so nennen? Können wir das nicht vielleicht, ich weiß nicht, einfacher Marktplatz, Basic oder vielleicht klassischer Marktplatz oder so nennen? Naja, gut.
Wir haben es hingesetzt. Auch hier wieder diese blaue Markierung. Jetzt frage ich mich, diese Häuser hier links sind außerhalb dieser Markierung gewesen. Mal gucken, ob die davon erreicht werden. Werden wir sicherlich gleich erfahren. Ausgezeichnet, schon wieder. Und jetzt kann ich dir mehr darüber erzählen, wie Arbeitspositionen funktionieren. Kein Arbeitsgebäude arbeitet für sich allein. Aber alle haben einige, nee, doch einige Arbeitspositionen, welche mit konkreten Berufen besetzt werden können. Diese Arbeitsposition übt dann eine Arbeit aus. Verwende die Plus-Taste, um eine Position zu besetzen. Also wahrscheinlich muss ich da erst draufklicken. Hier gibt es nicht so wirklich eine Plus-Taste, aber ich nehme an, ich kann hier irgendwie was auswählen vor. Diese Arbeits-, genau, verwende die Plus-Taste, um eine Position zu besetzen und wähle dann den Positionstyp aus, den du verwenden möchtest. Ich nehme an, dieses Tutorial bezieht sich vielleicht auf eine ältere Version. Okay, muss ich das jetzt machen oder? Mal gucken weiter. Jede Position benötigt eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern von den Einwohnern der Stadt beschäftigt, um ihre Arbeit auszuführen. Die Anzahl der Mitarbeiter wird in der unteren linken Ecke des Positionsporträts angezeigt. Das, ja, ist mit ein bisschen Fantasie die linke Ecke. Okay. Die aktuelle Arbeitslosenquote und die Anzahl der fehlenden Arbeiter findest du im oberen Bereich neben dem aktuellen Monat. Wir haben jetzt 93% Arbeitslosenquote. Das ist eine traumhafte Arbeitslosenquote. Okay. Ob das wohl unzufrieden macht, wenn die Leute arbeitslos sind oder ob das an sich eine gute Sache ist, weil ich dann Arbeitskräfte zur Verfügung habe. Na, egal. Stelle ein Brotverkäufer und ein Milchverkäufer auf dem Markt ein, um fortzufahren. Das hier sind wahrscheinlich Transporteure. Das hier sind Händler. Händler. Brot. Zack. Diese nette Dame verkauft jetzt hier Brot. Zack. Diese nette Dame verkauft Milch. Milch war das, ja? Jetzt ist nur die Frage, woher nehmen und nicht stehlen. Gut, jetzt kannst du sehen, dass oberhalb des Marktes eine neue Warnung erschienen ist. Wahrscheinlich, dass die Waren fehlen. Haben keine Route. Wohnwagen. Einige Verkäufe oder Wohnwagen haben keine Route. Mhm. Aber die musst du jetzt nicht beachten. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Damit ein Marktplatz Waren vertreiben kann, muss er die Waren in seinem internen Lager haben. Macht Sinn. In der Abbildung unten siehst du, wo du im Fenster des Arbeitsgebäudes den aktuellen Status des internen Lagers finden kannst. Hier. Kein Brot, keine Milch, keine große Überraschung. Und jetzt bekommst du eine Chance, mir zu zeigen, was du in der vorigen Mission gelernt hast. Errichte eine Pflanzenfarm mit Weizenfeldern, zwei Bäckereien und eine Tierfarm mit Weiden, mit Ziegen für die Milchproduktion. Okay. So, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, ob diese Farmen auch auf sandigem Boden funktionieren. Naja gut, egal. Das machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt auch schon eine ganz fantastische Idee, wie ich das rausfinden kann. Nämlich, pass auf, Leute. Ich mache hier, hier ein Gebäude hin. Die Pflanzenfarm. So, jetzt sage ich den lieben Leuten hier, warum muss ich das hier eigentlich nochmal klicken danach? Egal. Jetzt mache ich was. Jetzt baue ich nämlich hier manchmal nur ein Feld hin. Und die restlichen Felder, das sieht jetzt nicht gut aus, aber ich glaube, mit jeder Mission kriege ich eine neue Karte. Deswegen ist auch egal, wie es jetzt optisch aussieht. Ausnahmsweise mal mache ich hier so die 36 voll. So, 36 sind es jetzt insgesamt. Und dieses eine hier liegt auf dem staubigen Boden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier ja, alle gleichmäßig besäen, zumindest. So, das wäre eine Pflanzenfarm mit Weizenfeldern. Jetzt brauche ich zwei Bäckereien. Die waren hier. Bäckereien. Ja, oh, hier ist die Tierfarm übrigens. Bäckereien. Ja, das ist natürlich das Feld hier. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Aber gut, du hierhin eine und dahin eine. So, da haben wir die Bäckereien. Die müssten dann hier mal tätig werden. Wir haben November. Im November wird nichts ausgesät. Das macht irgendwie Sinn. Deswegen mache ich mir hier noch keine Sorgen. Wir machen aber dann auch gleich, Geld scheint ja kein Problem zu sein, auch gleich die Tierfarm mit Weiden, mit Ziegen für die Milchproduktion. Auch hier stellt sich wieder die Frage, eine Ziege wird ja wohl nur da weiden können, wo es grün ist. Ne? Macht doch irgendwie Sinn, oder?
Ich bin jetzt kein Landwirt, aber das erscheint mir sinnvoll. Dann mache ich die. Ist jetzt nicht besonders klug. Ist ja nur für die Mission. Mache ich hier oben hin? Nee, mache ich hier hin. Dann habe ich hier schön grünes Zeug, wie gerade auch. So, jetzt muss ich hier bei der Tierfarm das... Ach so, Felder oder Weiden bauen. Das Symbol ist das gleiche. Hier allerdings eine Ziegenweide. Vielleicht gibt es später Betriebe, die verschiedene Arten von Weiden haben können. Ziegenweide. Die können haben auch 36. Auch hier das gleiche wie gerade. Ich mache... Muss das wohl zusammenhängend sein? Ich weiß es nicht. Ich mache hier einfach mal drei Stück hin. Den Rest mache ich hier hin. Und dann... Aha, da sind sofort die Viecher drauf. Und hier ist gar nichts. Ja. Ist auch egal. Ja. Damit ist das, glaube ich, beantwortet, liebe Freunde. Mache ich trotzdem alles. Ja, da sieht man ganz genau die Viecher. Die laufen nur auf den grünen Teilen rum. Ja. Egal, ich mache es einfach so und dann... Das wird jetzt für das Tutorial hier genug effizient sein, so nehme ich mal an. Dieses Doofe ist jetzt natürlich nur, dass vermutlich die Reichweite, wie kann ich das noch gleich gucken, die Reichweite dieser Freunde hier, genau, die bringen das nicht nirgendwo hin. Wobei, ich muss es ja auch nirgendwo hinbringen, doch zum Markt muss ich es bringen. Wahrscheinlich muss ich dann dazwischen noch so ein Lager-Kontrollpunkt hinzufügen. Ja, naja gut, das wird so vermutlich nicht funktionieren, denn das ist einfach zu weit weg. Dann packen wir, haben wir ja gelernt, einen, das ist ja total ineffizient, ist mir schon klar, ne? Aber wir wollten ja herausfinden, ob auf dem staubigen Boden auch was wächst. Also, dann machen wir jetzt Folgendes, wir machen erstmal eine Straße, die lassen wir hier lang führen, so. Das würde ich jetzt in einem realen Spiel, so will ich es mal nennen, niemals so machen. Und machen jetzt hier ein Lagerhaus hin. So, siehst du? Da kommt jetzt die Milch. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, schade, wie auch immer. Oder zumindest sagen wir mal bemerkenswert, dass die Ziegenfarm nichts braucht. Also kein, weiß ich nicht, ne, kein Wasser oder was auch immer, um diese Ziegenproduktion oder diese Milchproduktion an den Start zu bringen. Sondern die produzieren hier wie schon wie das Gewitter. Die Milch. Ja, gut, okay. Ausgezeichnet. Wie erkennen wir aber, dass unsere Produktion den Verbrauch abdecken kann? Öffne den Leitfaden mit den Statistiken, um fortzufahren. Erstmal machen wir den Kram wieder weg hier. Zack. Danke. Tschüss. Und jetzt suchen wir dieses Statistik-Symbol hier. Statistik von Waren und Dienstleistung. Da sehen wir schon mal jede Menge. Unter anderem Kasernenverbrauch auch anschließen. Okay. Hier findest du eine Schätzung der aktuellen jährlichen Produktion und des Verbrauchs aller Waren deiner Stadt. Produktion, Verbrauch, Import, Export ist schon relativ klar. Produktion, 1%, 9, 18, was soll das heißen? Jahresprognose, aktueller Wert. Aha, okay. Diese Schätzungen gehen davon aus, dass an jeder Arbeitsposition genügend Arbeitnehmer beschäftigt sind und es keine Verzögerung beim Warentransport gibt. Naja gut, das ist bei mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders. Was soll's? Wir haben übrigens noch eine Arbeitslosenquote von 21%. Dort findest du auch die aktuelle jährliche Produktion und den aktuellen Verbrauch sowie die aktuelle Effizienz. Also wenn hier steht jetzt 83% verbraucht, heißt das, dass das von dem, was ich habe, 80% verbraucht wird. Ja? Aktuell 15. Warum schwankt das so? Egal. Da es auch bei gut funktionierenden Transporten zu geringfügigen Schwankungen kommen kann, würde ich eine geringe Produktionsreserve empfehlen. Eine geringe Produktionsreserve empfehlen. Okay, damit halt mehr produziert wird, als wir verbrauchen und damit man Spitzen oder Schwankungen abfedern kann. Verstehe ich. Und nun zurück zur Warenmeldung auf dem Markt. Denn diese hängt mit der Verteilung von Waren zusammen. Die ist auch noch da. Diese Warnung besagt, dass die Verkäufer keine eingestellte Route haben. Verkäufer arbeiten im Gegensatz zu Verfrachtern nicht automatisch, sondern folgen der vom Spieler festgelegten Route und versorgen Häuser entlang dieser Route. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, die gehen automatisch hier zum Marktplatz und handeln da, wie man das von einem Marktplatz auch erwarten würde. Aber anscheinend ist das nicht so. Um die Route einzustellen, aktiviere das Tool für neue Kontrollpunkte. Aha! Und dann fügst du sie hinzu, indem du auf die Karte klickst. Der Kontrollpunkt der Route des Händlers kann nur auf einem Weg platziert werden. Ja, okay. Wenn du den letzten Kontrollpunkt löschen möchtest, klicke auf die Schaltfläche Minus. Wenn du die aktuelle Route einblenden möchtest, verwende die Schaltfläche mit der Flagge. Mit der Schaltfläche kannst du auch eine Route von einem anderen Verkäufer kopieren. Wenn du das Tool
für neue Kontrollpunkte aktiviert hast. Eine Route. Okay, dann sagen wir mal die Brotroute. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier Plus drücken, ja? Zack. Und dann. Ah! Ja, aber woher weiß ich denn jetzt? Muss ich jetzt. Aha, das ist so ein bisschen wie die Busse in. Na, ihr wisst schon, in City Skylines. Zack. So, alle grün. Ah, das ist ja auch witzig irgendwie, ne? So, jetzt bin ich fertig. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Da muss ich jetzt nichts mehr machen. Speichern. Also, sie läuft ja auch schon hier rum, die Dame, und verkauft hier eifrig ihr Brot. Dann soll die nächste Dame bitte auch. Es ist ein bisschen schade, dass die hier nicht irgendwie stehen bleibt und man irgendwie sieht, wie die Leute dann da hinkommen und ihre Brot und Milch kaufen und so. So, ausgezeichnet. Ach ja, Gilgamesh, ne? Der ist aber auch immer wirklich freundlich. Ausgezeichnet. Jetzt solltest du sehen, wie die Häuser nach und nach mit Brot und Milch versorgt werden. Ja, das sieht zumindest so aus. Da ist schon einiges los hier, ne? Oh, hier sind ganz viele Leute. Ach, das sind, weil die bestimmt hochgelevelt sind, die Gebäude, und jetzt können da mehr Leute. Ah ja, das zeigt doch hier, die Bevölkerung steigt auch. Okay. Jedes Haus, das beide Rohstoffe erhält, erhöht sein Level und bietet Platz für neue Bewohner. Ja. 1,5, 1,7. Woher weiß ich denn, wie viel die tatsächlich brauchen? 1 oder? Das hat er bestimmt gerade schon mal erklärt und ich habe es wieder vergessen. Egal. Wichtige Anmerkung. In den meisten Fällen kannst du in der ersten Runde der Verkäufer nicht den gesamten Wohnblock sättigen. Manchmal verlieren sogar einige Häuser den erworbenen Level, bevor der Level des gesamten Blocks erhöht wird. Also mit Block ist das jetzt das hier gemeint oder ist das hier ein Block? Nee, das ist alles immer einzeln, würde ich sagen. In den meisten Fällen nicht den gesamten Wohnblock sättigen. Manchmal verlieren sie. Naja, oder ist Wohnblock das insgesamt hier? Naja, egal. Das ist absolut in Ordnung. Es ist definitiv nicht nötig, einen weiteren Verkäufer einzustellen. Kontrolliere nur, ob deine Produktion fähig ist, den Verbrauch abzudecken, und alle deine Häuser sollten im Laufe der Zeit gesättigt werden. Also ist total egal. Eine Verkäuferin könnte jetzt wahrscheinlich auch irgendeine Großstadt arbeiten, solange ich genug Zeug da habe. Es ist also nicht so, als könnte die Verkäuferin nur. Drink milk instead. Okay. Sehr witzig. Die kann man sogar anklicken, dann erzählen die einem was. Ja, was ich aber sagen wollte, also anscheinend hat die keine Transportkapazität oder so, wodurch sie dann irgendwie vielleicht weniger Gebäude nachher abklappern kann, sondern sie hat einfach, wenn sie genug hat, hat sie genug, und dann ist auch völlig egal, wie lang die Route zu sein scheint. Okay. Zeit beschleunigen könnte ich, brauche ich aber nicht. Ich habe meine Ziele erledigt. Warum kommt jetzt kein Bildschirm? Mission erledigt. Das ist für diese Mission alles. Hast du super gemacht. Danke, Gilgamesh. Die Ziele der Mission werden erreicht, wenn das Niveau aller Häuser erhöht wird. In der nächsten Mission werden wir uns ansehen, wie mit Hilfe einer Bewässerung Pflanzen in einer trockenen Umgebung angebaut werden können. Hätte ich doch nur einfach weitergespielt, hätte ich mir diese ganze Chose hier sparen können. Aber naja, gut. So ist es halt. Beenden. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, für die erste Folge dieses Let's Plays Nebukadnezar ist das auch genug, die ersten beiden Missionen. Ich werde einfach die nächsten Missionen dann im nächsten Video bespielen. Ich muss sagen, gefällt mir überraschend gut. Für einen Zehner kann ich das absolut empfehlen. Ich hoffe, das wird jetzt auch gespeichert. Ich kehre mal ins Hauptmenü zurück. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Habt eine schöne Zeit. Schaut vielleicht auch mal in das Spiel rein. Bis dahin, Gruß, euer 80.